Es ist das traurige Ende einer Flucht von 4 mutmaßlichen Automatensprengern. Nur noch tot kann die Polizei einen der 4 Männer aus dem versunkenen Auto bergen. Zuvor sollen sich die 4 an einem Geldautomaten in Schloss Wippach nordöstlich von Erfurt zu schaffen gemacht haben. Heute Morgen kam es gegen 4.45 Uhr zu einer Geldautomatensprengung in Schloss Wippach. Anschließend flüchteten mehrere Täter mit einem Fahrzeug von dem Tatort. Wir sind daraufhin mit umfangreichen Fahndungsmaßnahmen eingestiegen. Wir werden hier unterstützt von Spezialkräften des Landeskriminalamtes, einem Polizeihubschrauber und verschiedenen Kräften aus Thüringen. Wie viel Geld die mutmaßlichen Täter erbeuten, ist derzeit nicht bekannt. Gut 30 Kilometer rasen sie nach der Sprengung quer durch den Landkreis Sömmerda. Am Ende der kleinen Ortschaft Riedgen überquert die Dorfstraße den Fluss Unstrut. Dort nimmt das Unglück im Morgengrauen seinen Lauf. Vermutlich ist die Person mit überhöhter Geschwindigkeit durch die Ortslage gefahren, hat dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und ist dann vor einer Brücke in den Flusslauf gestürzt. 3 Männer können sich aus dem rasch sinkenden Fahrzeug befreien. Einen 4. Mann lassen sie zurück. Er stirbt noch an der Unglücksstelle. 2 der Flüchtigen kann die Polizei in den Morgenstunden festnehmen. Den 3. Mann nach der intensiven Fahndung dann gegen Mittag. Die Schäden an der Bankfiliale in Schloss Wippach sind beträchtlich. Das Gebäude aber nicht einsturzgefährdet. Ein Statiker war schon vor Ort. Das Gebäude ist Gott sei Dank nicht vom Einsturz gefährdet oder statisch in Mitleidenschaft gezogen worden. Auch zur Höhe der Beute können wir im Moment noch keine Aussage treffen. Auch zur Schadenshöhe am Gebäude gibt es zurzeit keine Angaben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Erfurt die Ermittlungen gegen die 3 überlebenden Tatverdächtigen aufgenommen.